Und dann steigen wir mal ein. Aber bevor wir uns mit dem auseinandersetzen, was der Michael auch in der Anmoderation erzählt hat von CCPM oder sonst was, gehen wir praktisch vorher nochmal zwei, drei Schritte zurück und leiten mal ein bisschen her. Also was lässt sich denn in gewöhnlichen Projektorganisationen in der Regel beobachten und was sind da so die typischen Symptome, die typischen Schmerzen, um uns dann danach halt einen Gegenentwurf anzugucken, nämlich diesen CCPM-Ansatz und uns dann anschauen, wie der funktionieren kann. Und wann immer wir von typischen oder klassischen Projektumgebungen sprechen, dann sprechen wir von Projektumgebungen, so wie die meisten von Ihnen das vermutlich kennen. Also ich mache am Anfang mal einen Plan, der hat einen Endtermin, der hat Zwischentermine, in der Regel fixe Zwischentermine, die werden in einem Meilenstein-Fortschrittsdiagramm oder irgendwie getrackt. Da werden Abteilungen dran gemessen, dass die einzuhalten sind. Und wehe, ich bin hinterm Termin. Also das ganz grob und abstrakt, die klassische Projektumgebung, die wir im Kopf haben, wenn wir von einer klassischen Projektumgebung sprechen. So, aber noch einen davor. Kennen Sie den Teufelskreis des Projektmanagements? Den gibt es praktisch identisch als den Teufelskreis der Produktionsplanung und Steuerung. Ich leite ihn mal kurz her. Da er ein Kreis ist, könnte man ihn theoretisch an jeder Stelle anfangen, aber ich fange ihn immer oben an. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Projektumgebung, eine Multiprojektumgebung. Also es geht nicht um ein Projekt, sondern um eine Vielzahl an Projekten. Und viele Multiprojektumgebungen leiden unter dem Schmerz, dass die Liefertreue, ja, mittelmäßig oder gar miserabel ist. Sprich, Sie sind zu spät hinten raus. Dann gibt es einen Standardreflex in der Organisation, der würde so aussehen, naja, wenn wir uns so viel Zeit vornehmen und hier hinten ist der Liefertermin, und wir merken reproduzierbar, es klappt halt nicht in der Zeit. Also wir kriegen es halt in 9 Monaten nicht hin. Dann müssen wir uns halt mehr Zeit nehmen. Weil wir haben ja gelernt, in 9 Monaten geht es nicht. Also nehmen wir uns 10 oder 11 Monate Zeit. Das ist das, was hier beschrieben ist mit, wir erhöhen halt mal die Plandurchlaufzeit. Erstmal einleuchtend. Wenn ich mir als Organisation oft genug bewiesen habe, es geht nicht in 9 Monaten, dann brauche ich halt wahrscheinlich 10. Da aber in aller Regel in so einem Projektportfolio der Endtermin fix ist. Also ich kann ja jetzt nicht zum Kunden sagen, ist schön, dass du 9 wolltest, aber wir brauchen jetzt 10. Wird das dazu führen, dass ich jedes einzelne Projekt früher in eine Organisation einlaste? Ja, also stellen Sie sich mal praktisch hier ein Mini-Projektportfolio aus 3 Projekten vor. Die waren halt am Anfang so ein bisschen gegeneinander versetzt. Und jetzt starte ich jedes einzelne davon früher, bei längerer Gesamtdurchlaufzeit. Also der startet jetzt hier vorne. Der startet da, der startet da. Dann macht das mit so einer Organisation, mit so einem System vor allen Dingen eine Sache. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind jetzt mehr Projekte gleichzeitig aktiv als vorher. Stumpf gesagt, der WIP, der Arbeitsbestand, der Work in Progress steigt. Und zwar ganz egal, ob ich jetzt über eine Projektorganisation rede oder über eine Produktion, also praktisch bis dahin geht das noch überall. Egal ob Entwicklungsprojekte, Kundenauftragsabwicklungsprojekte, ganz egal. Das heißt, der WIP steigt. So, wenn jetzt aber der WIP, der Arbeitsbestand, steigt in einem System, dann passiert an jeder einzelnen Station, über diese Projekte laufen, eins, nö, es entstehen halt Warteschlangen. Weil praktisch, ich habe noch keine Kapazität im System erhöht, noch gar nichts. Ich habe einfach nur mehr gleichzeitig reingeschoben. Ja, denken Sie an einen Supermarkt, irgendwie unübliche Uhrzeit. Eine Kasse ist offen, jetzt schiebe ich mehr WIP-Arbeitsbestand im Sinne von Einkäufer rein in den Supermarkt. Es bleibt aber eine Kasse offen, jetzt entsteht eine Schlange an der Kasse. Weil die Kasse kann halt so schnell, wie sie kann. So, und jetzt praktisch der Sprung zurück vom Supermarkt in eine Projektorganisation. Je länger die Warteschlangen vor irgendeiner Position sind, und jetzt geht es praktisch, jetzt schwankt es rüber in Psychologie und Verhalten, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer in der Organisation die Nerven verliert und sagt, das geht jetzt so nicht, der kann da nicht so lange warten, wir müssen da tauschen. Also Prio, Chefauftrag, was weiß ich was. Ja, also Reihenfolgevertauschung unter Aufträgen. Und jetzt passiert aber eine fiese Sache. Wenn ich jetzt anfange, Reihenfolge zu vertauschen und über zu priorisieren, damit mache ich natürlich ein Projekt schneller, aber damit automatisch alle anderen irgendwie wieder noch langsamer als ihr eigentlicher Plan. Das heißt, aus einer Reihenfolgevertauschung entsteht im nächsten Schritt zwangsläufig eine Sache. Meine ohnehin schon längeren Durchlaufzeiten fangen jetzt auch noch an, statistisch zu streuen. Also die Projekte waren schon lang, aber jetzt weiß ich nicht, ob das nicht doch kürzer wird oder noch länger. Naja gut, und wenn ich streunende Durchlaufzeiten habe, dann bin ich zwangsläufig da, weil ich habe mir irgendwann mal was vorgenommen, aber ob das jetzt rauskommt, ist jetzt noch mehr Zufall als vorher. Das heißt, das ist der fiese Teufelskreis des Multiprojektmanagements eigentlich, dass
wenn ich probiere, auf eine miese Liefertermintreue mit längeren Plänen zu reagieren und einfach früher anfangen, so nach dem Motto, oh, der Auftrag ist da, sofort los. Also auch wenn das Ding eigentlich in 8 Monaten fertig sein könnte und erst in 12 beim Kunden sein muss, Hauptsache schon mal anfangen, bewege ich mich halt relativ schnell in diesen Teufelskreis rein und es wird eher noch schlimmer als besser. So ein bisschen das, was der Benno heute Morgen erzählt hat, wie mit den Käfern. Ja? Also praktisch der Lösungsversuch wird eigentlich zum Problemverstärker. Und die sozusagen beliebig triviale, aber funktionierende Gegenmaßnahme darauf ist, naja, man sagt das immer so schön und wie gesagt, heute bin ich der Dogmatiker, man muss halt einfach später starten. Jetzt kann ich natürlich zu spät starten. Ja? Also wenn mir irgendwie die Physik klar macht, so ein Ding, so eine Sondermaschine ist nicht schneller als in 7 Monaten zu bauen. Und ich fange 5 Monate vom Liefertermin an, das ist halt dumm. Aber wenn ich einen funktionierenden sportlichen Plan habe und was das ist, da kommen wir so in 2, 3 Seiten drauf, und ich es dann halt schaffe, so spät als möglich anzufangen, also so früh wie nötig und so spät als möglich, dann funktioniert das hier halt alles andersrum. Dann halte ich so lange wie möglich den WIP so niedrig wie möglich, ja? Dann entstehen möglichst wenig Warteschlangen, das heißt, es entsteht möglichst selten die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie die Nerven verliert und Reihenfolge tauschen muss und sozusagen dann klappt das alles genau andersrum und dann schaffe ich es, ein relativ schnelles, relativ pünktliches oder extrem pünktliches Projektportfolio aufzubauen. Lassen Sie das mal sozusagen als Grundfundament jetzt noch, bevor wir in CCPM und Engpasstheorie einsteigen, mal kurz sacken. Also das ist praktisch das, was wie sagen wir immer so schön, also das ist wie Physik, wie Schwerkraft. Da kann man sich wünschen, dass es nicht so ist, aber es ist so. Punkt. So, und jetzt von der Physik zur Engpasstheorie. Zufällig eine gute, also wirklich zufällig eine gute Überleitung, weil der Kollege, der mal irgendwann die Engpasstheorie begründet hat, der Dr. Eli Goldratt, war Physiker. War ein israelischer Physiker, der irgendwann in den 80er Jahren mal angefangen hat, sich statt mit Physik mit Beratung auseinanderzusetzen, und halt diese Engpasstheorie begründet hat. Der ein oder andere kennt vielleicht das Buch Das Ziel. Also gerade unter produktionsnahen Leuten hat das immer schon mal der ein oder andere gelesen. Und diese Engpasstheorie, zu Englisch die Theory of Constraints oder kurz TOC, die hat er halt begründet und hat sich überlegt, was habe ich denn jetzt in der Physik gelernt, was ich irgendwie auf Firmen anwenden kann. Und das gucken wir uns nachher an. Noch ein Hinweis zu Das Ziel, weil das habe ich vor ein paar Wochen gelesen, also nicht das Buch, sondern das, was ich jetzt erzähle. Produktioner kennen das Buch schon relativ lange. Also ist so ein Business-Roman, der halt beschreibt, was passiert in engpassorientierten Systemen und so. Deutlich über 20 Jahre alt. Was ich ganz spannend finde, auch außerhalb der Produktion, findet das Buch so langsam Anklang. Und zwar, was ich bemerkenswert finde, Jeff Bezos kennt der ein oder andere, ne? Hat irgendwann mal Amazon gegründet und ist nach wie vor der CEO. Der hat das mittlerweile zur Pflichtlektüre für seine gesamte erste Führungsebene gemacht. Also selbst wenn man jetzt nicht produktionsnah ist, lohnt es anscheinend mittlerweile, das Ding zu lesen. So, was sind die zwei Fundamentalannahmen, die in der Engpasstheorie drin stecken? Der Goldratt hat gesagt, naja, jedes System, also zum Beispiel eine Firma, wo Projekte durchfließen, oder ein Gartenschlauch, wo Wasser durchfließt, oder. Aber jedes System, wo irgendwas durchfließt, hat einen Engpass. So einfach, so trivial. Goldratt legt relativ starke Betonung in dem Satz auf einen. Und was tut er? Dieser Systemengpass bestimmt praktisch den Durchsatz vom Gesamtsystem. Also diese engste Stelle bestimmt praktisch, wie viel durchgeht. Wir gucken uns das nachher auch nochmal in Bildform an. Dieser Engpass bestimmt den Systemdurchsatz. So, was meint er mit Durchsatz? Einfach das, was sich durch so ein System, also wenn es eine Firma ist, wäre das die Anzahl an Projekten, die durchgeht. Oder halt bei dem Beispiel, was ich immer hinzeichne, jetzt bauen wir uns praktisch ein beliebig einfaches System aus 3 Trichtern, wo ich oben Wasser reinkippe. Ja, also das hier wäre das System. Da leuchtet immer jedem relativ schnell ein, da unten kann nur so viel Wasser rauskommen, wie durch den Trichter durchgeht. Und wenn ich das jetzt praktisch auf eine Firma oder auf eine Projektorganisation übertrage, dann heißt das, naja, hier unten kriege ich nur so viele Projekte durch, wie an der Stelle durchgehen. Richtig? Und das Spannende ist, den Punkt geht immer noch jeder mit. So, wenn ich dann aber sage, wenn ich jetzt über Verbesserungen und Veränderungen in der Organisation nachdenke,
und ich will meine Gesamtorganisation besser machen. Und ich dann halt den Dogmatiker raushängen lasse und sage, kannst jetzt da schon 5S machen oder da TQM oder sonst irgendwas, bringt halt nichts. Dann werden immer die ersten Leute kribbelig. Ja, aber Effizienz und so, ja, ja schon. Halt kalkulatorisch auf dem Blatt, aber ändert halt unterm Strich nichts. Und dann wird es irgendwie in klassischen Organisationen kribbelig. Ich mache da jetzt nicht weiter, weil wir hören ja nachher, was in richtigen Organisationen passiert. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was hier unten rauskommt, hängt praktisch nur davon ab, was da durchgeht. So, und jetzt gibt es praktisch eine Besonderheit, aber für die will ich sensibilisieren. Das Ding heißt im Englischen die Theory of Constraints. Die Übersetzung ins Deutsche ist eigentlich blöd. Denn wenn man Constraint ins Deutsche übersetzt, dann heißt das eigentlich sowas wie eine Restriktion, eine Limitierung. Ein Engpass wieder zurück übersetzt wäre ja eigentlich ein Bottleneck. Und daher einmal klar gemacht, was gibt es denn überhaupt in dieser Theorie für Engpassarten? Denn was ich da gemalt habe, ist praktisch der einfachste, den es gibt. Das ist ein klassischer Ressourcenengpass. Das wäre wirklich ein Bottleneck. Das heißt, ich habe eine physisch limitierende Kapazität und mehr geht halt nicht. Aber es gibt da noch ein paar mehr, die Sie einfach mal gehört haben sollten. Also der erste ist relativ klar. Und von da an denken wir das Ganze jetzt praktisch auf eine Firma. Also praktisch wir sagen, okay, welchen Engpass kann eine Firma haben? Oder welchen Constraint kann eine Firma haben? Und dieser Constraint limitiert praktisch den Durchsatz dieser Organisation. Zum Beispiel in Projekten, weil darum soll es ja nachher gehen. Dann kann ich einen Ressourcenengpass haben. Entweder ganz einfach, physisch und es gibt auch noch einen virtuellen. Gucken wir mal, ob wir dazu kommen, wenn nicht, nicht so wichtig. Das zweite ist die unangenehmste Variante. Der Markt könnte Ihr Engpass sein. Also Sie könnten mehr, aber der Markt will halt nicht. Dann limitiert praktisch der Markt das Durchsatzpotenzial der Organisation. Dann kann es sowas geben, das schimpft sich in der Literatur ein Policy Constraint, aber da habe ich gestern ein cooles Beispiel für gelesen. Deshalb kann ich es jetzt erklären. Also ein Policy Constraint oder ein Strategie Constraint wäre eine Limitation der Organisation durch irgendeine Vorgabe von oben. Was könnte das sein? Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie hatten einen klassischen Ressourcenengpass, zum Beispiel irgendwie drei super Spezialentwickler, die halt irgendwie auftragsbezogen entwickeln und performen. So. Und die limitieren gerade, also die kommen nicht so richtig hinterher. Und jetzt dealt praktisch der Abteilungsleiter von denen mit denen aus, hey, irgendwie praktisch, wir machen die nächsten 6 Monate jetzt mal ein bisschen Überstunden, irgendwie jeden Tag 10 Stunden von mir ist unter der Hand, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und damit kriegen die abgewickelt, was die Organisation braucht. Und jetzt ist das vielleicht irgendwie eine Firma, die gehört zu einem Firmenkonstrukt und oben drüber ist ein Konzern. Und jetzt verordnet praktisch Konzern HR, es gibt keine Überstunden, weil die kosten uns Geld. Punkt. Dann ist praktisch diese Anweisung, in dem Moment wird die zum Policy Constraint. Weil dann können die das nicht mehr tun, was sie tun müssten, um den Durchsatz durchzukriegen. Das heißt, eigentlich hätten sie genug Ressourcen, aber es gibt eine Policy, die das verhindert. Das wäre ein Policy Constraint. Und das vierte ist, das kenne ich noch gar nicht so lange, aber ist ganz witzig, es gibt einen sogenannten Dummy Constraint. Einen Dummy Constraint haben Sie immer dann, wenn eine teure Ressource auf eine billige Ressource wartet. Und jetzt habe ich mir einen Schachzug überlegt, weil ich mir nicht anmaßen will, zu mutmaßen, was im Maschinenbau die billige Ressource ist und was die wichtigere. Nehme ich das Beispiel, was man da oft liest. Jetzt stellen Sie sich vor, Krankenhaus, Operationssaal und der Chirurg wartet darauf, dass das Reinigungspersonal den OP desinfiziert. Ja? Chirurgen, was weiß ich, vielleicht Hirnchirurgen oder sonst was, die teure Ressource, die praktisch den Durchsatz erzeugen könnte, kann aber nicht, weil Reinigungspersonal irgendwie knapp ist. Das wäre ein Dummy Constraint. So, das Schöne ist, die zwei, also praktisch ein Policy Constraint und ein Dummy Constraint, die kann ich in dem Moment aufheben, wo ich sie finde. Sehe ich, denke, was ein Quatsch, weg damit. Das heißt, die haben wir auch in Projekten eher selten oder wenn wir sie haben, sind sie halt dann weg. Das ist halt ein bisschen mehr Arbeit, sie wegzukriegen. Soll es aber auch im Folgenden noch weiter drum gehen. So, und
Das hier hat jetzt erstmal noch gar nichts mit Projektmanagement zu tun, sondern das ist praktisch das Fundament, diese TOC, die Goldratt mal gelegt hat. Und auf der hat er dann praktisch über die Jahre danach Anwendungen für die verschiedensten Fälle halt irgendwie konstruiert. Da hat er was, um eine Produktionssteuerung danach zu machen. Das Ding nennt sich Drum Buffer Rope, DBR. Um auf der Idee Multiprojektmanagement zu machen, das Ding heißt CCPM. Das gucken wir uns gleich an. Da sind aber auch Sachen drin, für wie macht man praktisch Finanzen, Accounting danach, wie macht man Strategie danach, wie macht man Sales danach. Gibt's alles. Und wir picken uns jetzt praktisch aus dem Gesamtwerk, wo dieses Fundament hier drunter liegt, jetzt gleich den Multiprojektmanagement-Gedanken raus und schauen uns an, wie das aussieht. Bis dahin das Fundament klar, also im Wesentlichen jedes System hat einen Engpass, der bestimmt was durchgeht. Und wann immer ich jetzt so ein System, so eine Organisation verändern und verbessern will, muss ich vor allen Dingen darauf fokussieren. Jetzt machen wir aber noch einen Schritt auf die Seite, bevor wir zum Projektmanagement wirklich kommen. Wir denken uns mal eine Autofahrt, oder wir stellen uns eine Autofahrt vor. Und das ist heute auch eine Besonderheit, weil in der Regel erzähle ich das ja vor einer Firma. Und da kann man immer sagen, Mensch, für euch als Firma, was ist denn eure zentrale Messe? Und da fahren wir jetzt mal hin von hier. Und jetzt haben wir praktisch über Leute aus ganz Deutschland. Ich habe gesagt, was mache ich? Ich weiß zwar nicht, ob die Strecke sich irgendwer vorstellen kann, ich tue mich schwer. Aber wir fahren jetzt von hier mal in unsere Hauptstadt nach Berlin. Also wir fahren jetzt von hier mit dem Auto nach Berlin und das sind 570 Kilometer. Eben mal geguckt, also man wird so irgendwie grob nach Nord-Nordost fahren. Ne? Also vielleicht ist es der ein oder andere mal gefahren. Und was ich jetzt von Ihnen gleich wissen möchte, und zwar nicht irgendwie Tischkonsens oder sonst irgendwas, sondern ich werde mir die Zeit nehmen und jeden einzeln ganz schnell abfragen. Ich hätte von Ihnen gerne eine Schätzung, wie lange fahren Sie? Ja, doch. Also wenn man das sonst mit so vielen Leuten macht, stellt sich ein klareres Bild raus, aber ich moderiere Ihnen das jetzt schon hin, dass es passt. Also, was wir da gemacht haben, ne, ich habe irgendwie die Häufigkeit über der Dauer aufgetragen. Das heißt, wir haben hier gerade gemeinsam eine Dauerschätzung gemacht, und zwar eine Dauerschätzung unter Unsicherheit. Nämlich unter der Unsicherheit, was da unterwegs passiert. Also das spielt da wahrscheinlich relativ stark rein, warum der eine 4 und der andere 8 sagt. Wenn man da jetzt ein bisschen Statistik mitmacht und wenn man das mit 100 oder mit 500 Leuten macht, dann würde sich ein Bild rausschälen, was dann eindeutiger ist als da. Und manchmal ist es sogar bei 15 Leuten schon eindeutiger. Insofern, ich glaube, beim nächsten Mal limitiere ich die halben Stunden und sage nur ganze Stunden. Dann würde wahrscheinlich irgendwann ein solches Bild entstehen. Also eine solche Häufigkeitsverteilung. Eine sogenannte rechtsschiefe Verteilung. Die hat hier irgendwo links ein Minimum, ein physikalisches, und ich maße mir jetzt gar nicht an, dass das wirklich bei 3,5 liegt. Aber das ist so das Minimum, also Sie fahren praktisch nicht bei so einem Wetter, sondern vielleicht im Sommer, und Sie fahren nachts und Sie organisieren sich ein schnelles Auto und Ihnen ist vielleicht auch egal, ob Sie morgen früh Ihren Führerschein noch haben. Also dann kommen Sie irgendwo nach da an die linke Kante von dieser Verteilung und schneller geht es dann mit dem Auto halt nicht mehr. Dann gibt es praktisch so einen dicken Mittelbauch. Der liegt bei Ihnen so zwischen 5 und 6 Stunden. In dem liegt so anscheinend eine normale Fahrt von hier nach Berlin. Und dann gibt es halt immer weniger häufig, aber auch Fahrten, die deutlich länger dauern. Und das dauert tatsächlich sehr, sehr lange, bis die Kurve hier die X-Achse wieder schneidet. Na, also wenn wir irgendwie so 2, 3 Winter zurückdenken, da gab es ja mal Winter, oder jetzt auch neulich, weiß ich, auf der A8 war mal, da haben Leute wirklich eine Nacht auf der Autobahn gestanden, weil einfach nichts mehr ging. Und dann teilen wir irgendwie Decken und heiße Suppe aus, aber dann brauche ich halt für die 570 Kilometer vielleicht auch 14 Stunden. Oder halt 20. Also kann ja passieren. Sehr selten, aber kann passieren. So, jetzt macht man da irgendwie noch mehr Statistik mit. Dann hat man praktisch hier ein bisschen rechts von der Mitte halt einen Median. Also die Hälfte der Fahrten ist halt praktisch schneller und die Hälfte der Fahrten ist länger. Und da hinten habe ich halt irgendwo, weiß nicht, 90-95%. Also das heißt, 90% der Fahrten kriege ich halt in der Dauer oder schneller hin. So, nächste Frage. Da gehe ich nicht mehr rum, aber würde mich schon Meinungen interessieren. Jetzt müssen Sie wirklich fahren. Wann fahren Sie denn los? Kommt ein bisschen drauf an. Also es kommt halt drauf an, was auf der anderen Seite der Fahrt auf Sie wartet. Ne? Die drei Beispiele, die wir immer aufzeichnen, ist, naja, ich nehme mir halt vor, am Wochenende nach Berlin zu fahren, um halt Urlaub zu machen. Dann fahre ich halt los und bin da, wenn ich da bin. So, jetzt haben Sie einen Termin in Berlin. Keine Ahnung, sind mit Freunden zum Abendessen verabredet. Dann nehmen Sie sich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Puffer rein.
Jetzt haben Sie ein Bewerbungsgespräch, dann reicht wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde nicht auf die Strecke. Und praktisch mit dem Abend vorher, jetzt sind Sie praktisch, unser Extrembeispiel ist immer, jetzt sind Sie Trauzeuge beim besten Freund und Sie haben die Ringe, dann reichen Ihnen vermutlich nicht mal 2 Stunden Puffer, um ein gutes Gefühl zu haben. Und jetzt habe ich praktisch schon aus Versehen was getan mit dem vorher Vorfahren. Ich habe das jetzt schon Puffer genannt, aber liegt auf der Hand, ja. Also wenn das die Häufigkeitsverteilung ist und Sie fahren aber 8 Stunden vorher los, dann ist klar, dann nehmen Sie sich halt Puffer für die Unsicherheit, für alles, was da unterwegs passieren kann, aber nicht passieren muss. Liegt irgendwie auf der Hand. Und das wiederhole ich nochmal, weil das ist wichtig für das, was jetzt noch kommt. Also das ist Puffer und den brauchen Sie für das, was unterwegs passieren kann, was aber nicht passieren muss. So, und in der Überleitung stellt sich ja jetzt die spannende Frage, was hat eine Autofahrt von hier nach Berlin mit Projektmanagement zu tun? Wenn ich Projektmanagement mache, dann habe ich in der Regel einen Projektplan. In dem Fall einen einfachen, aus 3 Vorgängen, die miteinander praktisch in Sequenz verknüpft sind. Und wenn ich so ein, und in so einen Projektplan, da muss ja nicht nur eine Sequenz von Vorgängen rein, sondern die werden in der Regel auch irgendwie dauerskaliert. Ja, also steht dann drin, der ist 2 Wochen, der 3 und der 6 oder so. Und wenn ich das gut mache, dann frage ich ja idealerweise vorher mal die Leute, die da arbeiten, hey, wie lange braucht denn ihr da? Also ist wahrscheinlich besser, als wenn der Projektmanager einfach entscheidet, was da für eine Dauer reinkommt oder wer auch immer diesen Plan macht. So, und jetzt geht der Projektmanager praktisch hin zu denen und sagt, hey, wie lange braucht denn ihr dafür? Sagt er, keine Ahnung, so ein Auftrag, deshalb ist es ja ein Projekt, so einen Auftrag hatten wir noch nie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, schätze halt mal was. Boah, keine Ahnung, ist so ungefähr wie der 4 Wochen. Okay. Das heißt, aber auch der hier, der kann nur eine Dauerschätzung unter Unsicherheit machen, weil er weiß halt nicht genau, was passiert. Ist halt ein Projekt. Und jetzt gibt es aber zwei fiese Effekte in Firmen, die bei Firmen deutlich anders sind als bei einer Autofahrt. Und der eine Effekt ist, dieser Mitarbeiter da, der gefragt wird, der hat eine Sache gelernt, der hat gelernt, Schätzungen werden zu Verbindlichkeiten. Denn der hier, der kann dem Projektmanager so oft sagen, wie er will, du, ich weiß es halt nicht. Der Projektmanager wird fragen und sagt dann halt, schätzt halt irgendwas und dann schätzt er halt was. Und jetzt gibt es aber irgendwie so ein komisches Phänomen. In dem Moment, wenn ich eine Schätzung in SAP PS, in MS Project oder sonst irgendwie reinschreibe, dann macht das Ding brrrup, und dann werden aus 4 Wochen, wird irgendwie der 28.03.2019 und der steht dann irgendwie schwarz auf einem Bildschirm und dann vergisst eine Organisation irgendwie, dass das eine Schätzung war. Ja? Also dann steht da halt der 28.03. Und weh, du bist nicht fertig am 28.03. Das heißt, so ein Mitarbeiter lernt, Schätzungen werden zu Verbindlichkeiten. Die zweite Sache, die in Firmen los ist, und ich stelle jedes Mal die Frage, also wie gesagt, ich erzähle das jetzt seit ungefähr 6 Jahren, turn auch mit anderen Sachen bei Firmen rum und ich bin noch in keine Firma reingekommen, wo die Leute morgens in die Firma kommen und sagen, heute mache ich einen richtig beschissenen Job. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so ist. Das heißt, in aller Regel will ein Mitarbeiter ja ein Zuverlässiger sein. Also, zweite Überlegung, Mitarbeiter wollen zuverlässig sein. Wenn der Kollege hier drin nichts anderes tun kann, als eine Dauerschätzung unter Unsicherheit zu machen, weil es ist halt ungewiss, deshalb ist es ein Projekt und kein Prozess. Und er hat gelernt, dass all seine Schätzungen zu Verbindlichkeiten werden. Und er will aber ein Zuverlässiger sein. Dann liegt jetzt auf der Hand, wo auf dieser Skala er nur schätzen kann. Er kann nur da drüben schätzen. Denn wenn er hier schätzt, bei 50%, also da müssen Sie sich klar machen, dann gibt er reproduzierbar Schätzungen ab, die jedes zweite Mal nicht passen. Und da bin ich mir sicher, da können Sie die entspannteste und coolste Firmenkultur haben. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die Äußerungen tätigen, die jedes zweite Mal nicht passen, da wird es kribbelig, auch in den schönsten Firmen. Das heißt, per Design, in einem klassischen Projektmanagement, das hatte ich jetzt vergessen, nur mal hinzufügen, wo der eine Schätzung abgibt, für die er irgendwie nachher verbindlich gemacht wird hier auf der Kante. Also wo ein Zwischentermin entsteht, wo ein Meilenstein entsteht und den track ich und ich mache den verbindlich dafür und verantwortlich. Ernten Sie Schätzungen auf der Seite im Spektrum. Das heißt, gedanklich haben Sie auf jeder von den Dauern da so eine recht schiefe Verteilung drauf und damit haben Sie in jedem von diesen Dauerschätzungen Puffer drin. Und zwar eine ganze Menge. Ganz kurz.
Mit einer Besonderheit. Ich habe ihn jetzt hingemalt, jetzt sieht man ihn. Das tun sie in echt nicht. Und deshalb nennen wir den impliziten Puffer. Weil der ist da praktisch drin. Und der ist da nicht drin, weil die faul sind. Sondern der ist da drin, weil die haben in der Vergangenheit erlebt, naja, auf der Fahrt von Niedernberg nach Berlin kann das und das passieren. Und wenn ich zuverlässig verbindlich sein will auf den Punkt, dann brauche ich das. Also in Dauerschätzungen fließt irgendwie, ob ich es will oder nicht, fließt impliziter Puffer rein. Jetzt springen wir noch einmal kurz zurück auf die Autofahrt, bis es dann wirklich in den anderen Projektmanagement-Ansatz geht. Weil jetzt gibt es ja eine spannende Beobachtung. Wenn Sie jetzt regelmäßig 8 Stunden, bevor Sie in Berlin sein wollten, hier losfahren würden, dann wären Sie auch ziemlich häufig früher da, als Sie eigentlich dachten. Ne? Weil es gibt ja die Fahrten hier relativ häufig. Spannenderweise werden Projekte trotzdem selten pünktlich und noch viel seltener aus Versehen zu früh fertig. Und das hat im Wesentlichen aus der Theorie von Goldratt mit 3 Dingen zu tun. Also die Frage, warum sind denn diese Projekte jetzt trotz impliziter Puffer und also praktisch so aus der Empirie, aus unserer eigenen und aus der, die man lesen kann, also wir reden da nicht von 5-6%, also da reden wir durchaus über 30-40% Puffer, die da drin sind, über alles. Stellt sich ja jetzt die Frage, aber wenn da so viel Puffer drin ist, warum sind dann Projekte trotzdem zu spät und eigentlich nie zu früh? Und das hat im Wesentlichen mit 3 Dingen zu tun. Und das erste kennt zumindest vom Namen her noch jeder. Der erste Effekt, der in einer Projektorganisation zuschlägt, der bei einer Autofahrt nicht zuschlägt, ist Multitasking. Und das lassen wir mal praktisch beim Autofahren das Multitasking raus, was eh gesetzlich verboten ist, also nebenher mit dem Handy spielen, weil also das ist anderes Multitasking, sondern wenn Sie ein Auto von hier nach Berlin fahren, fahren Sie gleichzeitig ein Auto von hier nach Berlin. Sie fahren jetzt nicht das Auto von hier bis oben an die Straße, laufen zurück, holen das nächste Auto, bringen es auch nach oben und so weiter. In einer klassischen Multiprojektorganisation haben Sie aber ganz, ganz selten den angenehmen und schönen Fall, dass die Leute sich auf ein Projekt fokussieren können. Sondern die arbeiten halt an irgendwas und dann kommt ein neues Projekt rein und wir denken an den Teufelskreis vorne. Guck doch schon mal rein, es ist da. Das heißt, der Mitarbeiter springt hier runter, arbeitet daran weiter, springt zurück auf sein ursprüngliches Projekt, dann kommt der Chef um die Ecke, sagt, oh, ganz wichtiges Projekt, ich komme gerade aus der Vorstandssitzung, guck dir das nochmal an, springt nach da, dann fragt der hier, oh, bist du eigentlich schon dran? Ja, bin schon dran. Und so springen Mitarbeiter halt zwischen Projekten hin und her. Und was tragisch ist, dass das ineffizient ist und Produktivität kaputt macht. Also das spürt man unterschwellig und es ist sogar seit Jahrzehnten wissenschaftlich bewiesen, tun wir es irgendwie alle trotzdem. Das heißt, in so einem Setup verlieren Sie 20-40% an Produktivität. Die sind sofort weg. Die kriegen Sie nicht mehr rein. Das heißt, auch nachher in der Überlegung vom CCPM geht es ganz viel darum, wie kriege ich möglichst viel Multitasking raus und möglichst viel Fokus her. Kriege ich nicht mehr zu 100% hin, also ich kriege das nicht zu 100% weg, aber je mehr ich mich in Richtung Einzelprojektfokus bewegen kann, desto produktiver bleibt die ganze Abarbeitung. Ich habe da immer ein Beispiel zu. Ich habe mal vor 5 Jahren war es schon, bei einem damaligen Kunden in der Schweiz, haben wir uns das praktisch mal in einer Konstruktion angeguckt und ich habe mal einen Konstrukteur von denen einen Tag lang begleitet. Das haben die Schweizer mit Betriebsräten, ist ein bisschen anders als die Deutschen und der Konstrukteur wollte auch, dass ich mich praktisch den ganzen Tag neben ihn setze und aufschreibe, was er tut. Und das war ein langer Arbeitstag, den er gemacht hat, das waren 10 Stunden. Und jetzt können Sie ja mal raten, schon Steilvorlage gegeben. Wie lang war denn der längste ununterbrochene Block, in dem der Konstrukteur in einer Projektumgebung ununterbrochen an einem Thema arbeiten konnte? Über einen 10-Stunden Arbeitstag. Waren 21 Minuten. Der zweitlängste ununterbrochene Block waren schon nur noch 12. Der drittlängste war schon nur noch einstellig. Der war vermutlich eher bei -40% Produktivität als nur bei -20%. Also praktisch, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das ist passiert tagtäglich. Und vermutlich auch in Ihren Organisationen. Und wenn Sie es nicht sehen, weiß nicht, fragen Sie mal nach. Also weit verbreitet. Der zweite Effekt, und dann ist natürlich klar, und dann verbrate ich natürlich Puffer, der eigentlich da wäre. So. Der zweite Effekt, warum dieser Puffer nicht dazu führt, dass ich trotzdem auf dem Punkt fertig bin,
ist einer, den kennen unter dem Namen noch gar nicht so viele. Das ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Nicht benannt nach der Krankheit, sondern benannt nach dem, ich glaube, es war auch ein Soziologe, der das irgendwann in den 50er Jahren mal erforscht und erkannt hat. Und das Parkinson'sche Gesetz lässt sich sehr, sag mal, knackig und stumpf auf einen Satz zusammenfassen. Und der Satz geht so: Arbeit dehnt sich aus. Und zwar immer auf das zur Verfügung stehende Maß an Zeit. Wenn der Projektplan mir für irgendwas 4 Wochen Zeit gibt, dann werde ich 4 Wochen brauchen. So, umso leichter natürlich, je mehr Arbeit ich parallel auf dem Tisch liegen habe. Ne? So. Und der dritte Effekt hat auch einen, und da weiß ich gar nicht, ob der von Goldratt selber so benannt wurde, er heißt zumindest bei ihm immer so und ich habe ihn noch nirgendwo anders mit dem Namen gesehen. Das ist das, was Goldratt das Studentensyndrom nennt. Und das Studentensyndrom lässt sich wie folgt beschreiben. Also jetzt denken wir uns gerade mal in den Kopf eines Studenten. Der ein oder andere war das ja vielleicht mal. Und ich weiß zu Beginn vom Semester ziemlich genau, wann die Klausur ist. In der Regel sogar auf den Tag genau festgeschrieben. Aber das ist halt irgendwie 6 Monate hin. Und dann sind irgendwie andere Sachen viel spannender und andere Themen und so. Und jetzt auf eine Firma wieder übertragen, andere Projekte und Sachen, wo der Chef mehr drückt. Und dann ist es irgendwann noch 3 Monate weg. Und dann ist es irgendwann noch 1 Monat weg. Und dann ist es irgendwann noch 2 Wochen weg. Und dann ist es irgendwann morgen. Da stellt fest, oh Mist, noch gar nicht angefangen zu lernen. Und dann habe ich keine andere Chance mehr, als die Nacht durchzulernen. Und dann ist praktisch klar, was jetzt in dem Zeitrahmen noch schief geht. Also wenn ich jetzt mitten in der Nacht feststelle, oh, jetzt fehlt mir aber irgendwie Material, dann haut es mich halt voll ins Hinten raus. Also das ist praktisch der versehentlich passierende zu späte Start. Und das wird natürlich umso leichter, mit je mehr anderen Dingen ich mich beschäftigen kann. Also zu tun habe ich immer. Es ist nur die Frage, ob ich an dem arbeite, was gerade wirklich das Richtige ist. So, und das führt zum einen dazu, dass Projekte trotz Puffer nicht pünktlich werden. Und das führt noch zu einem anderen Effekt. Eine Verfrühung, wenn der jetzt hier einen Ticken früher fertig wäre, reicht sich praktisch nicht durch. Eine Verspätung immer. Also, wenn der jetzt hier 1 Woche später fertig ist, dann hat der nächste Jahr in einer klassischen Projektorganisation jedes moralische Recht der Welt zu sagen, hey Freunde, für mich standen 4 Wochen drin, ich habe es 1 Woche später bekommen, natürlich bin ich von jetzt an in 4 Wochen fertig und nicht in 3. Aber wo sind wir denn hier? Das heißt, in einer klassischen Projektorganisation kann ich Verfrühung nicht nutzen und Verspätung drückt sich gnadenlos nach hinten durch. Noch eine kurze Erklärung dazu, also warum kann ich eine Verfrühung in einer klassischen Projektorganisation auch nicht nutzen? Wir überlegen mal kurz, hier stünden 4 Wochen. Jetzt hebt der Mitarbeiter zum ersten Mal nach 3 Wochen die Hand und sagt, bin fertig. Also freuen sich erstmal alle. Wenn ich jetzt aber wirklich an starre Pläne glaube, haben sie noch das Problem, dass der sagt, oh, ich habe aber erst in der Woche die Kappa, ich habe hier einen fixen Kappa-Plan, ist nicht. Okay, nächstes Projekt, der sagt wieder, nach 3 Wochen, ich bin fertig. Beim dritten Projekt sagt er wieder, ich bin nach 3 Wochen fertig. Und jetzt können Sie mal überlegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Projektmanager dem im 4. Projekt noch 4 Wochen gibt. Der hat ja jetzt 3-mal gezeigt, er kann es in 3. Und jetzt fährt er im 4. hier in die Vollsperrung. Das heißt, er hat 0 Anreiz in der klassischen Projektorganisation, regelmäßig die Hand zu heben, sobald er fertig ist. Hat aber gleichzeitig einen hohen Anreiz, da Verbindlichkeit zu erzeugen. Und das führt dazu, dass Sie in der klassischen Projektorganisation praktisch Verspätung gnadenlos durchdrücken und Verfrühung nicht nutzen können. So, und der Ansatz, den wir uns jetzt praktisch in der Alternative angucken, macht sich das irgendwie alles bewusst, überlegt und sagt, das ist ja eigentlich Mist, dass wir praktisch Verfrühung nicht nutzen können und sich Verspätung durchdrückt, macht sich die Probleme klar und probiert jetzt einen alternativen Ansatz zu skizzieren, wie man Projekte sonst noch denken, planen und steuern kann. Also, CCPM, haben wir schon 12-mal gesagt, steht für Critical Chain Project Management. So heißt halt dieser Projektmanagement-Ansatz aus der Engpass-Theorie. Also das Projektmanagement der kritischen Kette. Wir starten nochmal gedanklich bei einem klassischen Projektplan. Also das ist das, was 2 Flipcharts vorher auch stand. Also 3 Vorgänge hintereinander. Die haben alle einen impliziten Puffer drin. Die haben alle praktisch diese recht schiefe Verteilung von wegen Dauerschätzung unter Unsicherheit obendrauf. Das heißt, da kommen wir her. So, und jetzt ist die Grundüberlegung von diesem anderen Projektmanagement-Ansatz die, zu sagen, naja,
hatte ich eben, glaube ich, schon mal angeschnitten. Der Puffer ist da ja nicht drin, weil das faule Hunde sind, sondern der Puffer ist da ja drin, weil es gute Leute sind, die in der Vergangenheit aber gelernt haben, naja, auf dem Weg von hier nach Berlin kann halt das und das passieren. Und wenn ich da verbindlich und pünktlich sein will, dann brauche ich praktisch einen Schutz, der mich vor dem, was da unterwegs passieren könnte, aber nicht passieren muss, schützt. So, und die Überlegung vom CCPM ist jetzt die folgende, zu sagen, was braucht denn eine Projektorganisation auf der obersten Seite oder auf der obersten Ebene und was braucht eigentlich der Kunde von einer Projektorganisation? Der braucht ja im Wesentlichen eins, der braucht ja im Wesentlichen Pünktlichkeit hier hinten. Also dem Kunden einer Projektorganisation ist ja in der Regel furchtbar egal, ob die ihre Zwischentermine halten. Jetzt klammern wir mal aus, wenn es da irgendwelche praktisch penalisierten Zwischentermine mit Vorababnahme oder sonst was gibt. Gibt es ja im Sondermaschinenbau alles, aber jetzt denken wir das mal kurz raus. Dann ist einem Kunden ja im Wesentlichen wichtig, dass hinten auf dem Liefertermin das Ding da ist. Wie gesagt, dem ist nicht wichtig, ob sie hier zwischenpünktlich sind. Und deshalb ist jetzt die Idee vom CCPM die, naja, ich brauche in einem Projekt schon Puffer, ich brauche ihn aber nicht vor dem Zwischentermin, sondern ich brauche ihn vor dem Endtermin. Und da brauche ich ihn idealerweise nicht implizit, also unsichtbar, sondern explizit und sichtbar. Das heißt, der Kniff, der ganz platte Kniff, den die Theorie geht, ist der folgende. Ich nehme mir jetzt, und wie das geht, also können wir anschneiden und dann vielleicht hören wir es auch nochmal, wie es in der Praxis gemacht wurde. Jetzt nehme ich mir den Teil von diesen Dauern, wieder von den Dauern, nicht vom Aufwand, von den Dauern, der kein Puffer ist. Hängen die aneinander. Und puffer jetzt praktisch den Endtermin. Das heißt, ich aggregiere jetzt die Puffer, die da einzeln drin waren und hänge den ans Ende vor den Liefertermin. Von der Mechanik erstmal klar, oder? Das hat, wenn Sie das hinkriegen, sofort einen positiven Effekt. Folgendes Rechenbeispiel, das wären jetzt hier jeweils mal 10 Tage und das wäre gedanklich mal immer genau die Mitte. Das heißt, hier würden jetzt jeweils 5 Tage stehen und da hinten 15. Jetzt können Sie sich eine Sache überlegen, nochmal zurück zur Autofahrt. Wenn jetzt in jeder einzelnen Dauerschätzung wäre genug Puffer drin, um einmal in eine Vollsperrung zu kommen. Jetzt fahren Sie dreimal hintereinander, fahren Sie fünfmal hintereinander, fahren Sie zwölfmal hintereinander. Also wie lange jetzt halt so ein Projektplan ist von hier nach Berlin, dann sinkt ja die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich jedes einzelne Mal in eine Vollsperrung kommen. Ne? Das heißt, wenn Sie es schaffen, das ganzheitlich zu puffern, brauchen Sie hier hinten halt nicht den Puffer für dreimal in eine Vollsperrung zu kommen, sondern vielleicht bei 3 Fahrten ja, 2-mal oder 1,5-mal. Das heißt, man kann dann zeigen, Sie brauchen als Gesamtpuffer brauchen Sie gar nicht die Summe aus allen Einzelpuffern, sondern es reicht da weniger. Der ganz dogmatische Ansatz wäre einfach, da reicht die Hälfte. Ist bei unseren Kunden dann in der Praxis mitunter auch ein bisschen anders. Aber dadurch alleine heben Sie schon einen Durchlaufzeitvorteil. Das heißt, das Projekt wird schon dadurch schneller, wenn Sie das so hinbringen. So, normalerweise. Achso, genau. Und was passiert dann? Praktisch, jetzt fangen die an zu arbeiten. Das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr sportlich. Und wieder auf die Autofahrt übertragen wäre das, okay, ich mache mich praktisch auf den Weg, ich rase nicht, ich fahre zügig. Aber es ist halt schon, also sobald ich halt in eine Baustelle fahre und nur noch 80 fahre, fange ich jetzt was an? Fange ich jetzt an, Puffer zu verbrauchen. Und der Projektplan fließt und schwimmt. Das heißt, ich löse mich, übertrieben gesagt, völlig von irgendwie gearteten fixen Zwischenterminen. Der ganze Projektplan schwimmt. Hier wird sukzessive Puffer verbraucht. Der ist gemeinsam im Projekt, wird gemeinsam verwaltet. Und dann werde ich pünktlich und hinten fertig. Und jetzt müsste der ein oder andere die Hand heben und sagen, ja, warte mal. Aber jetzt fangen die da an zu arbeiten und verbrauchen Puffer. Und wenn der dran ist, da ist halt nichts mehr vom Puffer da. Das heißt, ich habe keine Planungsstabilität mehr. Und erst recht kein Puffer. Das heißt, auch da beißen ja den letzten schon die Hunde und da dann noch mehr. Also weil praktisch, er ist immer noch der Letzte und hat noch weniger Zeit als sonst. Wenn Sie in die Literatur, also jetzt hole ich doch ein bisschen aus. Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einen sehr langwierigen Weg,
der sich gut anfühlt für alle Leute und einen sehr schnellen Weg, der sich brutal anfühlt und scheiße für die Leute. Witzigerweise ist das Ergebnis von beiden ungefähr das gleiche. Der ganz lange Weg, den habe ich auch schon mal mit Kunden gemacht, der geht so. Ich gehe mit dem originalen Plan, wo ich das natürlich nicht sehe, was da orange ist und was nicht, gehe ich jetzt in Abteilung zu Abteilung zu Abteilung, erkläre denen das, was sie jetzt in den letzten 50 Minuten gehört haben und sage, also bitte, bitte, bitte offenbar dich und sei dir klar, alle anderen werden sich offenbaren und die Hose runterlassen. Jetzt stell dir mal vor, wenn es wirklich gut laufen würde und du musst praktisch auf nichts warten und deine Infos sind da, dein Material ist da und du kriegst alles, wie lang denn dann? Und dann kriegen sie eine Antwort und das Delta aus dem alten Plan und der Antwort ist praktisch, also die Antwort ist dann das und das Delta aus dem alten Plan und der Antwort ist praktisch der Anteil, der orange wäre. Fühlt sich gut an für alle Leute, kostet unendlich viel Zeit. Weil der aktuelle Plan ist ja eigentlich schon nicht schaffbar, weil wir sehen ja, wir werden damit nicht pünktlich fertig. Das heißt, moderativ mühsam, langwierig, aber ich mag gar nicht ausschließen, dass es die Organisationen gibt, wo das trotzdem der richtige Weg ist. Wenn Sie in die Literatur gucken, sehr schneller, aber unglaublich brutaler Ansatz, gar nicht reden mit den Leuten, alte Dauer, in die Hälfte schneiden, Hälfte stehen lassen, Hälfte in Puffer und den gesamt aufaggregierten Puffer nochmal in die Hälfte schneiden, fertig. Ist zwar falsch, aber ist der alte Plan ja auch. Das hier das Spannende in der klassischen Projektorganisation. Jetzt bauen Sie die schönsten, stabilen Pläne mit fixen Zwischenterminen. Und erzählen mir jetzt ehrlich, dass das praktisch in 9 Monaten wirklich genauso kommt, wie das in all Ihren Plänen steht. Ist ja auch nicht so. Sozusagen, das ist praktisch nur der Ansatz, der versucht zu sagen, also auch ein pseudostatischer Plan rutscht ja faktisch. Bleibt ja nicht stabil. Rutscht ja auch. Also lass uns doch sozusagen nicht vormachen, dass er stabil ist, sondern gleich einen Modus wählen, der ohnehin schwimmt. So, jetzt noch eine Ergänzung, wo wir auch das Ding da brauchen. Dieses Problem mit den letzten fressen die Hunde. Weil, also, ich habe das, da fehlt wirklich noch was. Weil wenn man sich jetzt einfach so auf den Weg machen würde, also praktisch normale Projektbearbeitung wie heute, aber in so einem Modus hier, und die fangen jetzt an Puffer zu verbrauchen, dann fressen den letzten tatsächlich noch mehr die Hunde als heute. So, und ich glaube, Benno, du hast die Formulierung mal geprägt, aber ich habe sie übernommen. Also auch im CCPM fressen den letzten die Hunde. Das Wichtige ist nur, dass auch den ersten die Hunde fressen. Und das ist praktisch der fundamentale Unterschied. Und jetzt würde ich Ihnen kurz zeigen, wie man das hinkriegt. Denn, also der Puffer ist dafür da, den Liefertermin zu schützen. Und jetzt müssen wir eine Sache halt unterwegs, also unterwegs im Projekt, irgendwie rausarbeiten und klarkriegen. Wo stehen wir denn gerade und müssen wir eingreifen oder nicht? Also müssen wir Sondermaßnahmen machen oder nicht? Und das funktioniert über etwas, das im CCPM Restdauerschätzung heißt. Und das funktioniert ungefähr so. Und der einfache Teil, sagen wir mal, hier hinten, das wäre jetzt leicht gekürzt, da würden noch 10 Tage Puffer stehen. Und jetzt frage ich praktisch immer die Leute, die gerade arbeiten, relativ kurzzyklisch, da wieder die dogmatische Literatur sagt, täglich, dann bei unseren Kunden in der Regel 2-mal die Woche, frage ich praktisch die Leute, die gerade arbeiten, jetzt nicht, wann bist du fertig, sondern wie lange noch, bis die nach dir anfangen können. So, mit der Aussage kann ich nur aus dieser einen Aussage immer 2 Dinge berechnen. Ich kann einmal berechnen, wie weit ist mein Projektfortschritt und wie viel von dem Puffer habe ich schon verbraucht, den ich mal hatte. Und das funktioniert so. Also wir hätten mal die, und das visualisiere ich dann, das bereite ich immer gerade vor. Also ich habe Fortschritt und ich habe Pufferverbrauch. Also 3 mal 5 Tage, 10 Tage Puffer. Das Projekt läuft los. Und jetzt kann ja sein, ich habe das irgendwie 4 Monate vorher aufgeplant, Projekt startet. Ich frage am ersten Tag, also praktisch an Tag 0, und wann können die nächsten weitermachen? Die sagen, wir haben nichts zwischendurch gelernt, das ist praktisch nach wie vor so, wie wir den Plan aufgesetzt haben, in 5 Tagen können die nächsten weitermachen. Dann hat sie praktisch, wir haben Tag 0, wir haben keine neuen Informationen, dann hat sie gar nichts getan, wir haben 0 Fortschritt und 0 Pufferverbrauch. Jetzt gehe ich 3 Tage später hin und frage wieder, wann können eure Nachfolger weitermachen und die sagen, sind ganz gut durchgekommen, also Autobahnfahrt, Tempomat stand auf 120, Durchschnittsgeschwindigkeit sagt 105, passt schon, kommen gut voran, die nächsten können in 2 Tagen weitermachen. Das heißt, die machen hier eine Restdauerschätzung von 2 Tagen. Und jetzt wird es spannend.
Daraus kann ich jetzt zwei Dinge berechnen. Wie gesagt, Fortschritt und Pufferverbrauch. Wie würde ich den Fortschritt berechnen? Und das ist jetzt tatsächlich ein Stückchen anders als die allermeisten Fortschrittsberechnungen, die ich aus Firmen kenne. Denn die Fortschrittsberechnung in dem Ansatz ist praktisch nur auf Basis des Blicks nach vorne. Dieser Fortschrittsberechnung ist gänzlich egal, wie viele Stunden Sie schon reingesteckt haben, wie viel Zeit schon vergangen ist, es ist furchtbar egal. Es ist nur entscheidend, wie viel Weg noch vor Ihnen liegt. Und die geht jetzt wie folgt. Also, das hier ist 100% Projektfortschritt. Der bestand ursprünglich mal aus 15 Tagen. Von den 15 Tagen liegen nach bestem Wissen und Gewissen heute, das ist halt eine Schätzung, noch 12 vor Ihnen, nämlich die 2 von da und 5 von da. Und wenn noch 12 von 15 vor Ihnen liegen, müssen per Definition 3 von 15 hinter Ihnen liegen. Das heißt, Sie haben 20% Projektfortschritt. Das heißt, mit der ersten Restdauerschätzung sind wir auf 20% Projektfortschritt gerutscht. Also haben da ein Statuskreuzchen sozusagen. So, und jetzt, entweder weil es der Rhythmus ist oder weil ich ein ungeduldiger Projektmanager bin oder warum auch immer, gehe ich praktisch 2 Tage später wieder hin und sage, und? Also können die Nächsten jetzt loslegen? Jetzt kriege ich die Antwort, nee. Ist jetzt tatsächlich was unterwegs passiert? Wir haben keine Ahnung, was Neues in der Spezifikation gefunden oder unser erster Ansatz, den wir uns vorgenommen hatten, tut halt nicht. Oder bei der Autofahrt, es ist halt der LKW rausgezogen und war auf der linken Spur. Wir brauchen immer noch 2 Tage. Dann hat sich am Fortschritt gar nichts getan. Egal, ob dazwischendurch noch 40 Stunden reingeflossen sind, es sind immer noch 12 von ursprünglich 15 Tage vor Ihnen. Aber es sind halt 2 Tage Zeit vergangen. Und wenn die nicht im Fortschritt irgendwie verwurstet sind, dann müssen die natürlich kommen aus dem Puffer. Und wenn das mal 10 Tage waren und es sind 2 Tage Zeit vergangen, dann ist jetzt praktisch gedanklich der ganze Plan, also der Status vom Plan ist nach wie vor so, noch 2 Tage hier, noch 5 da, noch 5 da, das ganze Ding ist nur um 2 Tage in den Puffer reingerutscht. Das heißt, jetzt kriege ich praktisch einen Statuspunkt da. So, und so macht man das weiter, aber an der Stelle höre ich immer mit dem Kopfrechnen auf, weil dann wird es halt irgendwann schwierig. So, das heißt, aus jeder Restdauerschätzung ermittle ich einen irgendwie gearteten Projektfortschritt und Pufferverbrauch. Und daraus entsteht praktisch so ein Projektverlauf. Und jetzt macht man sich 2 Dinge klar. Also zum einen, ein Projekt sollte ungefähr hier oben fertig werden. Also Puffer zu 100% verbrauchen darf ich ja, weil der Liefertermin hängt halt dahinter. Aber es sollte halt auch zu 100% fertig sein. Und jetzt praktisch, was wäre eine gute Projektmanagement-Methodik über irgendeine Rot-Gelb-Grün-Ampel, die Sie da auch schon angedeutet sehen. Das heißt, die Fläche hier ist praktisch in 3 farbliche Bereiche unterteilt. Praktisch einen roten Bereich, einen gelben mittleren Korridor und einen grünen Bereich. Jetzt praktisch nochmal zurück zu der Frage, wie stelle ich denn jetzt sicher, dass auch den Ersten die Hunde beißen, wenn was schief geht? Weil das geht damit tatsächlich viel, viel, viel besser als mit einem klassischen Meilenstein-Projektmanagement. Wenn ich jetzt halt 2-mal die Woche frage, wie lange brauchen wir denn noch, bis die Nächsten anfangen können? Und jetzt geht praktisch in der ersten Woche was schief. Laufen wir praktisch in den ersten 4 Schätzungen, läuft mir der Status nach da oben. Und halt nicht erst, wenn ich nach 4 Wochen an dem Termin bin und merke, ja, den Termin schaffen wir jetzt halt nicht mehr. Das heißt, ich kann viel, viel früher praktisch aus dem Trend, wie die Linie läuft, anfangen, mich mit dem Team hinzustellen und zu sagen, boah, wenn wir hier liegen, dann haben wir irgendwie für das, was an Fortschritt jetzt noch vor uns liegt, echt wenig Restpuffer da. Was können wir denn jetzt tun, um uns irgendwie wieder hier in diesem Mittelkorridor einzupendeln? Und die Diskussion können Sie viel, viel früher führen, als halt im klassischen Projektmanagement. So, und an der Restdauerschätzung machen wir jetzt noch eine Sache klar. Und zwar, wir haben ja irgendwie davor bei den Problemen irgendwie darüber gesprochen, dass das Multitasking eine echte Krätze ist und das eigentlich irgendwie fokussiert durcharbeiten, das ist, was wir wollen. Ja, also praktisch, wenn wir irgendwas anfangen, dann praktisch mit möglichst viel Power und fokussiert durcharbeiten und halt permanent unterbrechen, was anderes machen, ist halt eher suboptimal. Und deshalb gibt es im CCPM noch ein Instrument, einen Teilaspekt, den ich praktisch kurz anschneiden will, auch weil ich weiß, dass er praktisch nachher in der Praxis noch mal wiederkommt. Und das ist die Idee des Full Kit. Die funktioniert wie folgt. So, jetzt sind wir ja hier praktisch schon mit der Haltung reingegangen und haben gesagt, Mensch, wie lange denn noch, bis die Nächsten anfangen können? Und jetzt haben Sie ja aber die Herausforderung, dass Sie natürlich in aller Regel nicht ein Projekt gleichzeitig abwickeln, sondern eine Vielzahl an Projekten gleichzeitig abwickeln, aus denen jetzt halt irgendwie Aufgaben in Abteilungen reingespült werden. So, das heißt,
Wir stellen uns zusätzlich eine Frage, sozusagen am Start von jedem dieser Vorgänge. Und diese Frage ist, was ist für uns Full Kit? Was meint Full Kit? Full Kit ist eine Auflistung von all den Dingen, wo ich sage, die brauche ich, sind meine Muss-Start-Kriterien, wo ich sage, die Dinge muss ich haben und wenn ich die nicht habe, dann fange ich nicht an, weil wenn ich die nicht habe, dann habe ich Sorge, dass wenn wir jetzt mit Vollgas reingehen, dass wir sozusagen in voller Fahrt aus Versehen in 3 Tagen unterbrechen müssen, weil uns irgendwas fehlt. Ja? Also wenn das Ding hier halt, weiß nicht, 3, 4 Wochen lang ist, dann würde ich praktisch sagen, was brauche ich denn schon zum Beginn davon? Also was muss wirklich da sein, damit wir mit einem guten Gefühl starten und das Gefühl haben, wir können jetzt wirklich 3 Wochen durchziehen und sind dann fertig. Jetzt Vorsicht, Falle. Wenn man das einfach so da liegen lässt, dann wird so eine, also und das Ding ist dann in der Regel halt wirklich ein Dokument, da stehen halt Full-Kit-Kriterien drin und die hake ich halt ab und nur wenn alle abgehakt sind, dann beginne ich wirklich mit so einem Vorgang, um halt praktisch Fokus und Durcharbeiten sicherstellen zu können. Jetzt sagte ich gerade schon Vorsicht, Falle, denn wenn ich dann nicht aufpasse und praktisch der Gesamtmodus nicht klar ist und das jetzt nie jemand so erklärt hat, wie ich es gerade erkläre, dann besteht halt immer die Gefahr, dass so eine Full-Kit-Liste praktisch zur Maximalabwehrhaltung von so einer Abteilung führt. Ich mache es jetzt praktisch am Beispiel einer Montage, einer langen Montage. Die sagen, alles klar, verstanden, wir sollen fokussiert arbeiten, dann stell mir alles Material dahin und sonst fange ich nie an. Das heißt irgendwie 8 Wochen Montage. Und das wäre die Forderung, stell mir alles an Material, was ich in den 8 Wochen brauche, dahin. Und dann sind alle meine Full Kit erreicht und dann geht's los. Und das spüren sie alle, das macht halt gerade gar keinen Sinn. Weil gerade wenn ich jetzt über Teile und Montage nachdenke, so viel Platz habe ich halt gar nicht mitunter, dass ich halt irgendwie über Wochen das Material dahin stellen kann. Das heißt, das ist mitunter ganz schön diffizil zu sagen, was packe ich denn in die Kriterien rein? Also minimal muss, also was steht da drin? Also weil das, was drin steht, ist dann hart und dann sagt man auch wirklich, wenn nur 2 von 3 erfüllt sind, dann starten wir nicht mit dem Ding, weil dann haben wir Sorge, dass wir unterbrechen müssen. Dann machen wir lieber was anderes, wo Full Kit da ist. Und gleichzeitig, wie vermeiden wir, dass es zu viel wird? Und jetzt gibt es praktisch ein Beispiel, auch wieder ein Montagebeispiel, weil immer wenn es physisch ist, kann man das ganz gut plastisch machen. Also wie baue ich jetzt eine Full-Kit-Liste für eine Montage, wo ich immer sage, ich will mir aber nicht für 8 Wochen das Material dahinlegen. Entweder weil ich es noch gar nicht haben kann, weil praktisch auch ein Langläufer, da profitiere ich ja davon, wenn ich noch 4, 5 Wochen Lieferzeit auch parallel zu einer schon laufenden Montage legen kann. Und wir hatten einen Kunden, die haben dann tatsächlich so Dinge gemacht wie, naja, also klar, da stehen jetzt bei einer 8 Wochen langen Montage vielleicht die Materialien der ersten 1,5, 2 Wochen, sagen, okay, die müssen wirklich physisch da sein, auf der Palette stehen. Und jetzt gibt es praktisch die 2 kniffligen Teile, Langläufer, 16 Wochen Lieferzeit, die brauchen wir erst in der 5. oder 6. Woche von den 8. Aber praktisch jetzt einfach blind rein zu starten, fühlt sich auch nicht gut an. Also was machen wir? Und die haben sich dann für Folgendes entschieden, die haben gesagt, naja, also jetzt praktisch meinen Lieferanten noch und noch und noch mal zu fragen, bist du wirklich pünktlich? Das wird dann irgendwann auch zerfasen. Der sagt ja, ja, ich bin pünktlich, passt schon. Und die sind dazu übergegangen, da ging es um große Schweißkonstruktionen. Die haben sich von dem Lieferanten praktisch einfach im Wochenrhythmus, glaube ich, keine Restdauerschätzung geholt, sondern halt ein Foto vom aktuellen Baustand des Schweißteils schicken lassen. Und dann haben die intern beurteilt, praktisch zu dem Zeitpunkt, wo die starten wollten, stand jetzt hier drin, also nicht das Teil ist da, weil das brauchen sie halt erst in der 6. Woche, sondern da stand drin, wir haben uns den aktuellen Stand auf dem Foto angeguckt und wir haben gemeinsam beschlossen, das passt und wenn wir jetzt starten, wird das Ding, was wir da auf dem Foto sehen, fertig sein und bei uns sein, bis wir es brauchen. Also praktisch auch so, also da geht es nicht nur um harte physische Informationen, Dokumente, die da sind und Teile, die da sind, sondern auch sowas gehört damit rein. Wenn man halt lernt, dass das in der Vergangenheit in der Projektorganisation ein Problem war. So, und dann geht man tatsächlich hin, also an jedem Vorgangsstart hängen Full-Kit-Kriterien. Und wenn die nicht erfüllt sind, mache ich praktisch diesen Übergang nicht, weil dann das Risiko wieder zu groß wäre, dass ich mitten im vollen Lauf praktisch unterbrechen muss und dann rutsche ich wieder ins Multitasking und all die Probleme, die damit dranhängen. Die Grundidee davon verstanden? Jetzt gibt es praktisch noch den einen Sonderfall davon. Der hat einen anderen Namen, ist aber die gleiche Grundidee. Also Full Kit zum Projektstart.
nennt sich halt Clear Order. Also ist der Auftrag klar. Und da auch wieder, also hundertprozentige Auftragsklarheit haben Sie halt im Sondermaschinenbau nie. Also wenn Sie so lange warten, bis Sie die haben, dann fangen Sie halt definitiv zu spät an. Aber da halt auch wieder die Überlegung, auf was schwört sich die Organisation ein, was sind praktisch die 3, 5, 7 Dinge, die wir definitiv brauchen, und vorher fangen wir nicht an. Und die werden aber dann praktisch auch probiert, mit Nachdruck beizubringen, weil das ist praktisch das Startkriterium, damit es überhaupt losgehen kann. So, und weil das relativ eng mit der Restausschätzung verknüpft ist, dachte ich, ich baue es an der Stelle ein. Genau. Denn, habe ich schon gesagt, es geht irgendwie um fokussierte, zügige Abarbeitung von Projekten. Und je mehr ich mich praktisch dahin bewegen kann, einen Einzelprojektfokus zu kriegen, und je weniger ich im Multitasking verharre, desto schneller und pünktlicher kriege ich praktisch Projekte durch mein Portfolio durch. So, wenn wir uns praktisch das Spektrum nochmal überlegen, also da ganz drüben ist praktisch der eine Mitarbeiter, der 7 Projekte gleichzeitig macht. Brutales Multitasking. Ja? Jetzt fahre ich das langsam hier rüber und jetzt hat er nicht mehr 7, jetzt hat er 4, jetzt hat er 3, jetzt hat er 2. Dann kriege ich vielleicht sogar irgendwann einen Einzelprojektfokus hin. Ich sage, hey, der Mitarbeiter, der kann jetzt praktisch ein Projekt machen. Die kann er eher in Sequenz abarbeiten als in parallel. Und dann bin ich schon mal schneller. So, und je nachdem, über welche Bereiche ich in so einem typischen Maschinenbaudurchlauf spreche und je nachdem, wie groß eine Organisation ist, kann ich das jetzt noch weiter treiben. Und das ist die Grundidee des Hafenmeisters. Das Hafenmeisterprinzip, also das ist praktisch Hans der Hafenmeister. Der hat da einen Hafen und der hat drei Mitarbeiter, die Schiffe löschen können, also die praktisch Schiffe entladen und beladen können. Und nun ergibt sich der glückliche Zufall eines Tages, dass praktisch 3 Schiffe und Segel lassen sich so viel schneller zeichnen als Aufbauten und Schornsteine. Insofern machen wir halt irgendwie mittelalterlich einen Hafen. Also es sind drei Frachtsegler, die da einlaufen in den Hafen mit Fracht und die gelöscht werden wollen. Und Hans, der Hafenmeister, denkt sich, klasse Sache, 3 Schiffe, 3 Mitarbeiter. Selten geht es so gut auf wie heute. Was tue ich? Ich schicke meine Mitarbeiter los und der löscht dieses Schiff und der löscht dieses Schiff und der dritte löscht dieses Schiff. Und das tun die. Und das dauert 3 Tage und nach 3 Tagen sind all die Schiffe gelöscht, also entladen, wieder beladen, sind wieder auf See. Das heißt, wir haben praktisch hier 3 Tage Liege- und Entladezeit, da 3 Tage Liege- und Entladezeit und da 3 Tage Liege- und Entladezeit. Jetzt kriegt er einen Anruf und ehe er weiß, wie ihm geschieht, wird er unglaublich rund gemacht. Was fällt dir ein? Du verschwendest meine Zeit und mein Geld. Bis ihm dann klar wird und er versteht, aha, okay, ich habe anscheinend gerade den Reeder am Telefon, dem all diese 3 Schiffe gehören. Und der ist praktisch hoch erzürnt und sauer, weil er sagt, ey, ich verdiene kein Geld, wenn meine Schiffe im Hafen liegen, ich verdiene Geld, wenn meine Schiffe fahren. So, also was verschwendest du meine Zeit? Die haben da praktisch unnötig lange gelegen. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht und keine Ahnung. Bis der Reeder ihn dann piekst und sagt, denk nochmal drüber nach, es gibt eine bessere Lösung. Und er schläft drüber und dann sozusagen morgens unter der Dusche kommt ihm die Idee, naja klar, ich kann das natürlich schon anders machen. Und zwar nehme ich jetzt auch wieder die 3. Die Schiffe kommen alle rein, gleicher Tag liegen. Jetzt nehme ich praktisch die 3 und packe die aufs erste Schiff. Jetzt gehen wir dann praktisch von linearer praktisch Produktivitätsverschiebung aus. Ja? Also wenn ein Mitarbeiter 3 Tage braucht, um ein Schiff zu löschen, brauchen 3 Mitarbeiter 1 Tag, um ein Schiff zu löschen. Die finden das nicht so lustig, weil die stehen einfach rum, da passiert gar nichts. Aber das Schiff ist nach einem Tag wieder auf dem Wasser. Und ich meine, jetzt wird sich ihnen schon erschließen, worauf es hinausläuft. Dann machen sie halt das Schiff. Und dann machen sie das Schiff. Das heißt, der ist nach 2 Tagen wieder auf See. Und selbst der dritte ist nicht später auf See als vorher. Das heißt, wir haben durch einfache Verschiebung von Ressourcen, also maximale Ressourcenfokussierung auf die Tätigkeit, die Gesamtliegezeit von 9 Tagen auf 6 Tage reduziert. Und 2 von 3 Schiffen waren sogar schneller wieder draußen als vorher. Und das wäre jetzt praktisch auch bei dieser Skala, da drüben der einzelne Mitarbeiter, der 7 Projekte hat, hier ein Mitarbeiter, der 1 Projekt hat. Wenn ich das jetzt schaffe, das noch weiter zu treiben
und ich einen Task in einem Projekt nicht von einem, sondern von drei Mitarbeitern bearbeiten zu lassen, habe ich nochmal Chance, noch schneller zu werden, mehr zu fokussieren. Und in aller Regel, das können Sie jetzt mal abwägen, also haben sich viele Firmen gerade in Montagen schon da so eingeschwungen, dass sie gesagt haben, ja, das so zu dritt macht das schon Sinn. Das fühlt sich auch noch effizient an, weil da können jetzt drei Leute praktisch voll dran arbeiten. Und jetzt gibt es aber praktisch ein unangenehmes Ungleichgewicht. Also da ist halt effizient und da ist schnell. Und irgendwo dazwischen muss ich mir einstellen. Also je wichtiger halt schnell wird, desto eher muss ich mir überlegen, wie sehr kann ich tolerieren, dass praktisch der nächste Mitarbeiter, den ich draufsetze, nicht mehr zu 100% produktiv ist, sondern nur zu 50%, mich aber trotzdem noch schneller macht. Das heißt, der Hafenmeister-Ansatz wäre immer der, und immer wenn wir es mit Kunden probiert haben, war eher der, wenn die sagen, hey, das geht zu viert, haben wir uns immer hingestellt zu sagen, probier es mal zu fünft. Und wenn sich dann zeigt, es bringt nichts mehr, dann nehmen wir den fünften wieder raus und ihr macht es zu viert. Aber die Erfahrung ist, selbst da, wo heute Firmen schon in einem Vorgang zu mehreren arbeiten, geht mehr in der Regel auch und es wird dann schneller. Und irgendwann haben sie halt den Punkt, wo es zwar noch schneller geht, aber dann wirklich keinen Sinn mehr macht. Aber es geht da oft mehr, als man denkt. Also gerade auch so, ja, aber es kann doch nur ein Mann alleine vom CAD sitzen. Ja, ich meine, die Programmierer, wann haben die mit Pair-Programming angefangen? Vor 10, 15, 20 Jahren? Da denkt man, da sitzen zwei Menschen vor einem Rechner mit einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus. Es zeigt sich aber, dass über alles das schneller ist, die Qualität besser ist und überhaupt und so. Jetzt haben wir bisher über ein Projekt gesprochen. Und jetzt wird aber das Gros von Ihnen nicht zeitgleich ein Projekt machen, sondern sich in einer Multiprojektumgebung bewegen, wo es also mehrere Projekte gleichzeitig gibt. Da gibt es jetzt noch ein, zwei Sachen, auf die man achten sollte oder muss. Das sollen praktisch drei Projekte sein, die irgendwie eingeplant sind im Portfolio, hier hinten mit Ihrem Liefertermin. Und mit denen mache ich jetzt eine Sache, wenn ich sie einplane. Ich habe mir hier vorne, haben wir über den Engpass gesprochen. Das heißt, wenn ich mich auf den Weg mache, sollte ich mir natürlich überlegen, wo in meiner Organisation, wo in meinem System hockt denn der Engpass. Weil wenn die Gesamtorganisation nicht mehr packen kann als der, dann muss ich halt auf den besonders aufpassen. Jetzt mache ich folgende Sache. Jetzt staffel ich, so nennt man das, mein gesamtes Projektportfolio an diesem Engpass. Wie würde das aussehen? Sagen wir mal, in dem Projekt wäre der Engpass praktisch hier tätig. Und mein Engpass könnte jetzt zum Beispiel nur ein Projekt gleichzeitig, damit ich nicht so viel malen muss. Es kann natürlich auch sein, dass so ein Engpassbereich irgendwie drei, vier Projekte gleichzeitig kann, aber ich muss mich halt festlegen, wie viele können sie. Und daran orientiere ich jetzt mein gesamtes Projektportfolio und in der letzten Konsequenz auch, welche Liefertermine ich zusagen kann und welche nicht. Also das Projekt, da würde hier der Engpass liegen, da würde er da liegen und da da. Und das war jetzt praktisch nur der Zeichentrick, weil wenn Sie das, also Sie wissen natürlich vorher, wo Ihr Engpass ist. Ne? Jetzt nehmen Sie praktisch, das wäre schon eingeplant, jetzt nehmen Sie das Projekt und denken, ah, der nächste Slot ist praktisch da, hängen es da rein und daraus ergibt sich der frühestmögliche Liefertermin, den Sie zusagen können und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist das, was wir eine Engpassstaffelung nennen. Das heißt im CCPM Fieberchart, weil es zeigt Ihnen praktisch, wie viel Fieber Ihr Projekt hat gerade. Und das gibt es genauso, wie es es im Einzelprojekt gibt, gibt es als sehr schöne Portfolioübersicht. Der Gedanke ist der, jetzt zeichne ich praktisch nicht für jedes Projekt eine Linie rein, wie es ich im Einzelprojekt gemacht habe, aber ich nehme jetzt gedanklich von jedem Projekt immer den aktuellsten Punkt aus der aktuellsten Restdauerschätzung, trage den ein und wüsste dann zum Beispiel, mein Projekt C steht gerade hier, mein Projekt A ist zum Beispiel da und mein Projekt B ist hier. Noch anderthalb Ergänzungen. Also wofür brauche ich das? Das gibt mir natürlich einmal auf einen Blick sofort einen visuellen Eindruck darüber, dass ich sage, naja, wenn der Projektmanager hohl dreht und sagt, ich muss aber, kann ich halt eher mit den Schultern zucken, als wenn der es tut. Und es hilft mir auch wieder jetzt Ressourcen, die praktisch, jetzt habe ich zum Beispiel diese Verschiebung und der müsste gleichzeitig in zwei Projekten arbeiten, laut Plan. Und das wäre jetzt praktisch das und das. Naja, dann ist aber das auf jeden Fall dringender als das. Das heißt, es wird erst daran gearbeitet. Denn, und das lasse ich jetzt aber weg aus Zeitgründen, was ich damit auch noch tue, ich kann halt zu jedem Zeitpunkt in jedem Projekt aus dem Verhältnis von Pufferverbrauch und Fortschritt den sogenannten Pufferindex ausrechnen. Also ich teile
den Prozentwert durch den Prozentwert und kriege darüber eine Dringlichkeitskennzahl. Und danach kann ich jetzt super den Arbeitsvorrat in jeder Abteilung einfach absteigend durchsortieren und dann ist ganz klar, wo die dran arbeiten. Das hieß im Extremfall, da dran arbeiten. Solange liegt das. Solange das liegt, vergeht natürlich Zeit und es passiert nichts. Das heißt, der wandert da Stück für Stück rüber. Aber unter der Prämisse, dass wir was einmal angefangen ist, durcharbeiten, praktisch mit vollem Fokus das, wo wir hier dran sind, durcharbeiten. Wenn der Task fertig ist, dann gucken, was ist dann das nächstdringliche in der Abarbeitungsreihenfolge und dann aufs nächste gehen. Und damit und mit dem anderen schafft man es halt relativ gut, ein Gesamtprojektportfolio in aller Regel schneller und pünktlicher zu managen. Sodass alle Projekte idealerweise hier hinten irgendwo rauskommen. Und das war jetzt natürlich beliebig vereinfacht und es ist nicht in 5 Tagen implementiert.